Bin sehr gespannt. Bitte schön, die Herrschaften. Ist das... Erzählst du mir gleich. Ja. Schönen guten Tag, ja, die Herrschaften. Hallo, Horst. Ich bin Marita. Marita. Und Alfons. Und Alfons, freut mich außerordentlich. Marita, Alfons, das ist Detlef Kümmel. Hallo. 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 Und ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns auch. Wo lebt ihr? Wir leben in Bad Kreuznach. Das ist im Nahland. Ja, das kennen wir. Bingen. Ja. Ja, ja. Sehr schön. Sehr schöne Ecke. Ja. Wo habt ihr das Teil her? Das haben wir gekauft in den 90er Jahren bei einem Urlaub in Berchtesgaden. Mhm. So, aber jetzt lassen wir uns das Teil mal richtig erklären, weil ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ist der Korpus aus Hirschhorn? Ja. Genau, das ist Hirschhorn. Fangen wir damit doch mal an. Das heißt, der Korpus im äußeren Bereich, einmal rund, ist also aus Hirschhorn. Ich nehme es mal auseinander, ja, dann kann man es noch besser sehen. Das heißt, das Ganze ist wirklich recht gut demontierbar. Dann siehst du, jetzt habe ich so eine kleine Wanne gebaut quasi. Es wurde also im Prinzip ausgehöhlt. Und danach kam erst auf den Seiten, als das ganze Plan gearbeitet worden ist, kam dann der Deckel jeweils da drauf. Und das ist auch sehr, sehr fein gearbeitet. Denn man sieht, dass es sich nicht verdrehen kann, ist durch diese beiden Stifte wieder ja, gesichert. So, der Deckel, nennen wir es jetzt mal so, weil es zwar die Seitenwandung ist, aber es ist ja oben auf. Hier kann ich jetzt im Prinzip auch dadurch etwas leichter den Schnupftabak einfüllen. So, dieser Deckel ist so graviert worden mit diesem Rankenwerk. Das erinnert sehr an das 17. Jahrhundert, denn dort hat man dieses Rankenwerk geliebt. Trotzdem sind wir in der Formgebung weiterhin auf der barocken Seite, denn schau mal hier, dann sieht man auf dem Unterboden auch nicht einfach nur einen plan geschliffenen Deckel, sondern man hat auch nochmal eine jagdliche Szene. Man sieht einen Teich, man sieht um den Teich herum sind also Uferberankungen, also Uferpflanzen. Und eine aufsteigende Ente, also eine auffliegende Ente, wird gerade von einem Adler gegriffen. So, und jetzt muss ich aber mal wissen, wie funktioniert dieses Teil? Ja, dafür setze ich es mal wieder kurz zusammen. Das heißt, ich setze den Deckel auf und du siehst wirklich, es passt perfekt. Ja, ja, unglaublich. Dann schraube ich es fest. Ich gehe jetzt davon aus, ich habe gerade schon Schnupftabak eingefüllt. Ja, jetzt ist es also gefüllt. Dann habe ich im Prinzip dieses Schnupftabakgefäß, nennen wir es mal Fläschchen. Dann kann ich diesen Stopfen lösen. Der ist auch aus Messing und Horn gefertigt. Und dann wird die Prise auf die Hand aufgetragen. Also, was ist das für Material? Ist das Silber? Das ist kein Silber, das ist Messing. Ja. Und wurde dann graviert und anschließend dann nochmal dunkel patiniert, damit die Gravuren sich so ein bisschen stärker absetzen konnten. Und wie alt ist das jetzt? Um 1900? Oder um 1900. Wir sind also in der Zeit so, ich denke, wir sind vor 1900, also zum auslaufenden 19. Jahrhundert. Zustand? Der Zustand ist tadellos. Man kann wirklich nicht anders sagen, weil selbst der Rand, wo man gerne mal so, wenn man mal anstößt oder Ecken hat, würden kleine Blessuren haben, sehe ich hier gar nicht. Also das ist tadellos. Einen direkten Hersteller kann ich jetzt hier nicht ausmachen. Das Einzige, was ich sehen kann, hier haben wir eine Punze. Und die Punze zeigt einmal gekreuzt einen Hammer und einen Stößel. Und darüber ist eine Bekrönung. Also die Krone steht also wahrscheinlich dafür, dass es mal einen höfischen Auftrag gab. Und der Hammer und der Stößel verweist auf Kupferberg, denn dort hat man das im Stadtwappen auch verwendet. Darüber sind noch mal Buchstaben. Ich vermute mal ein W und ein R oder ein K. Ja, das kann ich aber nicht auflösen, welcher Silberschmied das war. Also hier kann ich nur sagen, wir haben einen Silberschmied oder ein Feinmechaniker, der es gefertigt hat. Und der hat schon mal im höfischen Auftrage gearbeitet. Aber genau auf diese Schnupftabakdose kann ich es jetzt nicht beziehen. Ja? Okay. Nichtsdestotrotz, was würdet ihr gerne haben wollen? 300 Euro. 300 Euro. Wie fällt Detlefs Schätzung aus? Also ich bin ja also etwas optimistischer. Ich würde dieses schöne Stück einstufen zwischen 450 bis sogar 600 Euro. Oh, wow. Da haben wir auch nichts dagegen. Nee, ne? Kein Problem. Ja. Nee, bevor der sich das anders überlegt, ich gebe euch das Gärtchen, ne? So, und ihr solltet vielleicht im Händlerraum, weil ich weiß nicht, ob die es automatisch aufschrauben, vielleicht ruhig mal sagen, schraubt ruhig mal auf den Stempel drin. Genau. Ihr Lieben. Dankeschön. Bitteschön. Erhaltet euch die Gesundheit und die Liebe. Das machen wir. Nee, da bringen wir rüber. Da geht's rüber. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Also die Expertise war für uns sehr aufschlussreich. Wir haben noch einiges mehr erfahren, was wir noch nicht wussten von unserer Schnupftabakdose. Und wir gehen jetzt sehr optimistisch zu den Händlern. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Schrauben, die man lösen kann. Mhm. Und da denke ich mal für den Deckel zu rein. Jetzt gucke ich mal rein, nicht, dass das noch ein Spitzer ist. Nein, ist eine Schnupftabakdose.
Also, für also würde ich jetzt sagen, du kannst natürlich vieles daraus machen. Schnupftabak ist ja normalerweise offen, weil man das mit der Hand rausnimmt. Das ist ja mit so einer... Du tust hier drauf tuppen und dann fährst du und dann ziehst du es rein. Fast immer offen. Nein, das ist auch zu. Okay. Ja, eben. Uneinigkeit im Händlerraum. Einigkeit bei Marita und Alfons. Sie wollen ohne Döschen die Heimreise antreten. Ja, hallo. Hallo, guten Tag. Entweder jagst du jetzt ohne Schnupftabak oder du hast es dir abgewöhnt. Ich jage nicht, aber der Schnupftabak habe ich mir vor 20 Jahren schon abgewöhnt. Okay. Aber es ist ein Schnupftabak. Ja, wunderschön. Ja. Schön. Also das war schon was für höher verdienende damals, haben das sich leisten können. Ja, klar. Und da hat schön ziseliert ist auch, ich finde den Adler ja hinten bärenstark, wo der sich die Ente da krallt. Ja. Ja. Wahnsinn. Und da fange ich mit 180 Euro an. 200 bei mir. 220. Ich habe ja auch noch einen Jäger, der ist zwar Schönheitschirurg, aber der raucht. 240 bei mir. 250, ich hoffe nur, er schnupft auch. 280? 300. Ich sag 330. Die ist schon schön. 350. 380. Ja. 400. 420. 50. 80. Boah, 500 ist zu viel für die Dose. Ja, komm, 500 mach ich noch. 520. Dann mach ich 550. 70. 580. Boah. 600. Irgendwann muss es ja mal gut sein. Aber ich mach trotzdem noch 610. Vielleicht liegt es ja an dem Zehner. Kommen wir klar mit 630, nee, da kommen wir nicht mehr klar. Nein, also jetzt höre ich auf, nicht, dass mein lieber Friedrich, der noch schlechte Laune ist. Würden Sie es an mich verkaufen für 630? Ja, klar. Ja, gerne. Das ist eine gute Entscheidung. Dankeschön. Super Entscheidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30. Wunschpreis mehr als verdoppelt. 630? Herzlichen Dank. Danke. Freue mich sehr. Dann nehmen Sie gerne das Geld. Ja. Ja, hör mal, macht es gut. Sehr gefreut. Okay. Volles Objekt. Tschüss. Hör mal, Friedrich, was stimmt mit dir nicht? Du kommst den ganzen Tag Kaugummis holen bei mir, weil du vor lauter Langeweile nicht weißt, was du zu tun hast. Und dann haust du mir den Preis auch noch hoch hier. Ich habe mich verliebt in das Ding. Es passt zu mir. Ich fange an zu schnupfen. Kommt in die Vitrine. Und dabei und passen die Kaugummis gar nicht da rein. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ertrag, mit dem Erlös. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht, das Ganze.